Herzlich willkommen kommt zu einem neuen Video. Ich habe auch mal den neuen Katalog bekommen. Gucken wir den kurz schnell durch. Schnell müssen wir mal gucken, wie schnell wirklich hier schnell ist. Ja, wir sehen vorhin schon ein neues Thema, Dreams. Ich kann versuchen, irgendwie ein bisschen los das Bildausschnitt zu kriegen, aber ich glaube, das wird nicht so gut. Muss ich gucken, dass ich mir immer nur eine Seite angucke. Genau, ja, Dreams. Die neue Serie hier drin kommt, noch mehr Werbung für Dreams. Und die ganzen Charaktere aus der Serie. Wir gucken uns gleich die Sets an. Die Fernsehserie interessiert mich weniger als gar nicht. Wir haben hier über 130 Seiten drin, also wir sollten uns ein bisschen dran halten. Ja, noch mehr Dreams-Werbung, weiß nicht, was hier mir alles erzählt wird. Ich werde es mir jetzt auch nicht durchlesen, dass man die Sets mal umbauen kann. Das ist eine coole Sache. Kommen wir wahrscheinlich noch zu. Genau, und jetzt kommt Duplo. Ich werde euch nichts zu Duplo sagen. Also, wir überspringen mal kurz Duplo. Ja. Das ist auch noch Duplo. Jetzt sind wir bei 4 Plus. Bauen, lernen, also. 4 Plus ist immer noch ein bisschen übertrieben. Es gibt hier auch eine neue Serie, irgendwie Gabby's Dollhouse. Das ist, glaube ich, eine Netflix-Serie von DreamWorks, wenn ich ganz blöd bin. Ja, keine Ahnung. Also, es ist pink auf jeden Fall. Aber nicht so knallpink. Ja, dann sind wir hier bei Marvel's Spidey's Amazing Friends. Auch keine Ahnung. Es sind halt 4 Plus jetzt, keine Ahnung. Die sind alle einfach zu teuer. Aber Prince. Ja, dann die Disney 4 Plus Sets, der ist lustig. Und mit 40 Euro ist der Preis leistungstechnisch für 4 Plus sogar noch. Ich will das Wort gut nicht in den Mund nehmen, aber. Ja. City 4 Plus. Gibt es irgendwas Cooles? Ja, so der Rennwagen ist ganz cool. Das City Rettungsding für 10 Euro kann man, glaube ich, machen. Für 20 Euro, der ist schon heftig. Das für 50, maybe. Aber ja, der Bauernhof für 50 ist auch einfach zu teuer. Friends 4 Plus. Ja, ich glaube, die 10 € setzen auch hier okay. Und danach ist es bei 4 Plus einfach lächerlich. Der ist für 30 € maybe. Mit 40% Rabatt dann natürlich. Davon reden wir natürlich. Classics Boxen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwann richtig cool dabei ist. Theoretisch, wenn man einfach anfangen will zu bauen, so eine generelle Box für ein Kind zum Bauen, dann wirft man noch irgendwie andere Boxen rein. Weil da ist ja immer noch Platz drin. Ja. Kann man machen. Einfach für Basic stellen, was das Kind bauen kann. Boah, sehe ich erstmal kein Problem drin. Der Preis ist natürlich immer noch heftig für die Boxen, gar keine Frage. Aber als Einstieg so eine Classic-Box, dass man für plus sich Sets sich sparen kann. Man geht mit der Box rein. Boah, eine von den beiden, da kauft man sich hier irgendwie noch das Ding. Ich glaube, die sind auch noch okay, Boxen. Und dann kann man loslegen. Da kann man nur ein Baseball dazu nehmen. Wenn man Lego haben will, man kann das Baseball natürlich einfach Alternativen nehmen. Die sind bei der Baseball meistens absolut kein Problem. Dann kommt Disney. Da bin ich ja auch hauptsächlich raus. Das Ding hier für 170 €. Nee. Es sind unendlich Figuren dabei. Und das sind die Friends-Figuren. Also denke ich, das ist schon mal Müll. What the hell? 170. Das sind alle Steine, die da sind, ne? Holy fucking shit. Dann hier, maybe das ist ein okayer Deal. Mit 72 Ideen drin, man kann bauen, coole Mickey-Figur. Maybe. Das Abhaus ist cool. Für 40 € mit Rabatten dann. Dann sind wir gut dabei. Aber guckt euch den Hund an. Guckt euch den Hund an. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Er heißt natürlich Doug. Sehr geil. Also das Abhaus ist wirklich cool. Leider hinten offen, aber das Abhaus ist ein cooles Ding. Um freien Markt soll man es für 40 € kriegen können. Und dann finde ich, ist das Abhaus wirklich eine coole Sache. Dann sind wir jetzt bei Disney Princesses und da bin ich raus. Also, ich selbst, das ist für 10 € zu viel. Ja, 35 €, keine Ahnung. Also, da muss man schon Hardcore-Fan sein und dann 50% Rabatten. Dann können wir drüber reden. Hier auch. Das finde ich ist optisch immer noch sehr schön. Aber preislich auch daneben. Dann gab es eine neue Disney-Figuren-Serie. Ich bin bei den meisten Charakteren raus. Die beiden sind schon cool. Aber da bin ich einfach raus bei denen. Er hat natürlich auch einen coolen Kopf. Ist doch dann aus Robin Hood, oder? Ja. Und im September kommt eine Marvel-Serie. Da bin ich vielleicht ein bisschen mehr drin. Friends. Jetzt kommen sie bei Friends mit Fußball um die Ecke oder ein Sportzentrum. Okay. Ja, hier ist ein bisschen, weiß nicht, was da abgeht. Hier könnte Fußball gespielt werden. Sogar mit Bewegung. Maybe besser als der Fußballtisch von Adidas. Basketball und Fitnessstudio. Ja, eine Kletterbahn. Ja, maybe. Aber Preis ist 95 € für das und 100 für das.
Und das sieht cool aus, dieser Stranderlebnispark. Der hat was, im Hangar surfen, ein kleines Ding hier irgendwie, angeln. Das sieht cool aus, hier im Stand, das Ding sieht cool aus. Ich finde es irgendwie komisch, dass das hier mit Slopes gemacht ist für den Strand. Ah, das sieht tatsächlich, das sieht cool aus. Also, das sieht cool aus. Hier oben Skatepark für 50 Euro. Puh, keine Ahnung, es gab ja den von City 4 Plus, der war cool. Fällt es in Ergänzung dafür, wenn man den hatte? Irgendwie ganz lustig. Wasser, ja, finde ich jetzt für mich reizt nicht so. Und was natürlich sehr cute sind, ist diese Schildkröte und die beiden Otter. Die sind schon hardcore süß. Oh lol, das Seepferdchen. Okay, das sind coole Sachen drin. Aber die sprechen mich nicht an. Das Boot hier, theoretisch, wenn es schwimmt, schwimmt. Steht hier irgendwo, dass es nicht schwimmt? Oder steht, dass es schwimmt? Nö. Wenn es schwimmt, maybe ist es was. Wenn man sowas sucht. Die sind ja alle nicht neu, ne? Der Markt ist immer noch besser als der City Markt. Ich glaube, der City Markt ist auch schon wieder vom Markt. Ja, das tat weh mir selber. Das Ding ist neu. Was ist das? Nachrichtenwagen. Okay. Ja. 30 Euro. Sieht dann 20 Euro. Ja, das ist 25 Euro Set. Maybe. Der Wagen sieht ganz lustig aus. Und man kriegt eine Eule. Vielleicht. Und dann das hier. Ein Restaurant und das Ding. Also wenn man die Farben muss man erstmal mögen. Dann kann man darüber reden. Für 150 Euro ist das auch einfach zu teuer. Ich hätte jetzt 100 Euro gesagt. Aber ja. Wenn man drauf steht auf die Farben, könnte es ein lustiges Haus sein. Man kann es hiermit kombinieren. Das ist erstmal eine gute Idee. Das sieht auch ganz lustig aus. Für 70! Das sieht aus wie. Also die Creator 3-in-1 Häuser. Die kleinen und dann ein bisschen größer. Mehr, maximal 75? Gucken wir mal weiter. Das kennen wir ja alles schon. Das Baumhaus ist immer noch das Beste. Oder. Nee, aber die, nee, hierbei sind die Tiere nicht. Ja. Die Schule sieht immer noch okay aus, aber keine 100 Euro. Der Friseur, maybe. Der Diner ist auch irgendwie lustig, aber. Die Sachen kennen wir alle schon. Die waren denn jetzt noch, also der Reiterhof. Der Reiterhof finde ich, der sieht designtechnisch gut aus. Mit dem neuen komischen Preis-Range von 19 Euro, von 63 Euro. Okay, keine Ahnung. Aber der sieht cool aus. Mehr als 50 Euro wäre das aber zum VP auch nicht nötig gewesen. Ja, okay, wir müssen jetzt nicht ganz über den Preis renten, der ist eh viel zu hoch überlegen. Meistens. Das für 15 Euro sieht auch spannend aus. Hier ist noch die Zimmer und ich finde, also ich muss sagen, die Zimmer sind schön eingerichtet. Also die gab es ja im letzten Katalog schon neu. Ich mag also die Zimmer sind cool eingerichtet. Das muss man wirklich sagen. Hat ein bisschen was von diesen Tsingbao-Einrichtungen, die es mal gab. Ja. Und bei City gibt es anscheinend auch einen Müllwagen. Für 20 Euro. Bei City kostet der 25 Euro. Okay. Ja, aber das ist ja auch nicht alles neu. Das ist auch alles nicht neu. Kennen wir alles schon. Und ich mag mir auch diese Optik von der Fassade sehr, sehr gerne. Die ist richtig cool gelungen. Dots. Können wir Dots überspringen? Es gibt jetzt Mickey Mouse Dots. Davor, jetzt im Januar, gab es ja Harry Potter Dots. Ja, Creator 3-in-1. Hier noch, stimmt, das scheiß Haus kostet ja auch 60 Euro. Selbst 50 hierfür, das habe ich. Ja, okay, dann sind wir mit dem Friends-Ding mit 70 Euro vielleicht noch gar nicht so daneben geschossen. Ja, aber okay. Die kennen wir ja schon. Das ist cool, aber sehr teuer. Ja, und hier, es gibt jetzt eine neue Achterbahn. Stimmt, das kostet sogar nur 45. Warum kostet das 45 und das 60? Ja. Es gibt jetzt eine neue Achterbahn. Die hätte auch mal 80 gekostet, glaube ich. Jetzt kostet sie nur 5. Ja. Man kann sie noch in so ein Drehding hier umbauen und Freefall Tower. Kann man machen. Leuchtstein ist aber wahrscheinlich wieder Rakete oder so. Ist sieht cool aus, aber 105 Euro ist das nicht wert. Und dann gibt es hier unten noch die Hauptstraße. Die hat was, aber irgendwie fehlt da in jedem Haus ein bisschen Detail. Och, Lampe, warum? Danke. Das finde ich sieht schön aus, aber irgendwie fehlt da überall ein bisschen Detail. Vor allem für 150 Euro. Man kann einen riesen Turm draus bauen. Okay. Ja. Aber ich mag immer noch diesen Nudelladen. Sehr gern. Ja, hier ist jetzt auch nichts neu. Aber was haben wir hier? Also die Eule finde ich immer noch ist sehr gelungen. Die mag ich sehr. Auch die beiden Sets sind sehr gut. Hier die beiden.
Die sind auch immer noch eine klare Empfehlung von mir. Und das habe ich mir gebaut. Es gibt ja noch ihn. Die finde ich sehr creepy, diese Hunde. Ihn auch. Das Einhorn ist süß, der Papagei ist süß. Der kommt auch schon jetzt mal in eine andere Farbe. Irgendwie in ein paar Monaten. Das ist auch noch ein sehr gutes Set. Ich weiß nicht, ob das 15 kostet, beziehungsweise ein gutes Set. Also es gibt bei Creator ein paar Sachen. Ja. Jetzt kommen wir zu Dreams. Ja, das ist die Frage, was man jetzt dazu sagt. Die sind kreative Sachen, aber ich bin da ein bisschen raus. Früher, maybe. Cool. Ich finde das Ding sieht cool aus, wenn man es als normalen Bus umgebaut hat. Das hier oben, keine Ahnung. Preise sind hier aber sehr happig. Man kann es hier zum Beispiel zum Fliegen umbauen. Und wir haben hier vorne, glaube ich, gesehen, dass das Ding auch geht als normalen Wagen. Ich finde das sehr cool. Aber nicht für 28 Euro. Bei Dreams gibt dann sehr viel dieses Baumhaus. Finde ich ist richtig, richtig cool. Mit 105 Euro sind wir zu teuer unterwegs, aber ich finde es schön. Ich finde auch sie. Es ist, meine ich, doch eine Frau, oder? Hier steht der Name. Es ist ein Tier, keine Ahnung. Finde ich auch cool. Dieser Bauernhof sieht auch schön aus. Ich finde aber auch, wie diese, was, wie nennt sie es? Ist es sogar Pegasus? Ich dachte, vielleicht heißt es nicht Pegasus. Finde ich, ist auch designtechnisch richtig schön gelungen. Aber 53 Euro, ne? Joa, was ist denn die haben hier? Ach, was sind die Figuren von hier? Aber hier zum Beispiel, guckt euch diesen Elch an, sagen wir es mal. Der sieht richtig cool aus. Oder hier ein bisschen umgebaut. Ich finde, richtig cooles Design, auch von dem Tier hier, dem Hasen. Cooles Design. Aber guckt euch dieses Schiff an. Einfach bei Dreams, die Preise sind zu hoch. Aber guckt euch nur das Detail, also die Bausachen an. Richtig kreativ. Richtig schön. Ich finde, gebaut mit Ideen sind da richtig coole dabei. Als Kind würde ich die Serie, glaube ich, richtig mögen. Weil es sind coole Sachen dabei. Aber der Preis ist. Seitdem Lego 20% drauf geworfen hat, sind die Preise schon gefühlt einfach zu hoch. Vorher waren sie schon hoch, aber jetzt sind sie zu hoch. Der Space-Schulbus, hier ist so ein Roboter, der kämpft. Gut, bei ihm bin ich jetzt designmäßig, finde ich so, da fehlt irgendwie ein bisschen was. Aber ja, also Bausachen und Kreativität sind bei den Dream Sets wirklich gelungen. Das ist richtig cool, aber Preise sind halt so ein bisschen die Fragen. Aber ja, kommen wir zur City. Es gibt wieder ein Flugzeug und ich muss sagen, das gefällt mir. Warum der jetzt die Flüge. Ach ja, es gibt neue Flugzeuge, die jetzt so haben. Merkt man gar nicht rum. Der Bus, das soll jetzt ein autonom fahrender Bus sein. Okay, maybe. Aber sieht cool aus. Das Triebwerk finde ich auch gelungen. Mag ich. Und es gibt wieder Unterwasserserie. Ist die nicht erst vom Markt? Okay. Ich mag ja diese Optik. Ja, holy shit. Ist das von dem Porsche, die Kot. Wie heißt es nicht? Die Kotflügel. Cool. Das sieht richtig designtechnisch cool. Ja, aber der Preis ist weit weg von gut und böse. 80. Kann man machen. Aber der Hai ist auch cool. Den mag ich. Neues Schiff gefällt mir besser als das letzte, was hinten ja so offen war. Ich finde das viel besser. Oh ja, der Orca. Der ist auch cool. Aber wir sind hier bei 150 Euro. Holy fuck. Hier unten das Boot mit dem Rochen. Der ist cool. Fische einfach. Oh ja, guck dich die Mini-Schildkröte und die große Schildkröte. Wow. Das sind richtig cool. Und haben wir hier. Das für 30 Euro. Ist immer so teuer, sieht man. Ja, aber da bin ich okay dabei. Ja, die Robbe, die ist ja mega cute. Und die Baby-Robbe für 10. Oh, vielleicht müssen wir da mal bei 10 Euro starten. Weil die sind schon hammer cute. Das ist ein richtig cooles Oberset. Ja, die Züge kennen wir ja auch schon. Feuerwehr ist auch nichts Neues. Und leider der gute Truck, den ich habe, ist vom Markt. Und so. Der sieht aber auch cool aus. Ja, die mag ich nicht. Polizei. Ich glaube, das ist lustig. Das ist ein lustiges Set. Und das Polizeiauto ist auch cool. Aber ist ja auch nichts Neues.
Die sind auch jetzt Anfang des Jahres nochmal kommen. Also das hier sind immer noch richtig gute Sets, die drei. Das kann man auch machen, nur der Preis ist komplett bescheuert. Hier ist auch die Möpfe, die kostet 35 bei City. Okay, aber die ist auch cool. Und ja, der Slush-Eiswagen ist lustig. Das sieht auch, also die Tünenwerkstatt hat auch was. Kann man sich noch ein Auto dazu kaufen, denn dann aus 4 Plus den Rennwagen hier. Ja, ich habe sogar perfekt aufgeschlagen. Den kann man sich dazu nehmen für die Tuning-Werkstatt. Sieht doch lustig aus. Möpfe braucht man in der Stadt, also gar keine Frage. Aber ich mag hier diese Optik von den beiden sehr gerne. Hier gibt es auch den Slush-Wagen noch dazu. Also diese Verkaufswagen, die gehen bei City wirklich gut. Ne, jetzt so Stunts sagen einfach nichts. Stunts wird einfach überblättert. Dann ist immer noch die Weltraumserie auf dem Markt. Und ich finde, die ist cool, aber auch teuer. Und dann gibt es das neue Stadtzentrum von City für 210 Euro. Ja. Ich finde, das ist cool. Es sieht richtig cool aus. Aber 210 Euro ist heftig. Aber ich finde, von der Optik kommt es fast noch okay hin in der Lego-Welt. Und es ist gut, man hat so einzelne Module, die man zusammenstecken muss, dass man nicht alles umbauen muss. Hat was, aber 210 Euro ist heftig. Aber es sieht cool aus. Auch mit den Umbau-Ideen, ich mag es. Aber es ist happig vom Preis. Dann gibt es auch ein neues Apartmenhaus. Passt von der Optik ganz gut. Aber was ich richtig cool finde, ist das neue Familienhaus mit Elektroauto. Okay, wow. Das finde ich ist sehr schön, aber 53 Euro auch teuer. Und man muss es vor allem noch zubauen, damit man es benutzen kann in der Stadt. Dabei bin ich mir überlegen, wenn es im Angebot ist, ob wir uns das zulegen und dann umbauen. Hier die Optik, bin ich auch kein hundertprozentiger Fan von. Aber es ist, finde ich, ein sehr schönes Haus. Also ein schlichtes Haus. Mich spricht es an. Aber mal gucken, ob wir daraus was machen. Hier gibt es auch einen Skatepark jetzt neu. Okay. Boah, vielleicht kann man den mit dem Friends-Ding kombinieren. Der sieht solide aus. 55 Euro. Ist natürlich happig. Aber da hat was. Ich glaube, man kann ihn auch wieder modular ein bisschen neu zusammenstecken. Noch eine Eisdiele haben wir hier. Lampe. Und wenn ich hochhebe, fängt es an. Eisdiele 500 Euro heftig, aber sieht lustig aus. Im Schild. Hier, das Schild finde ich auch cool. Fahrrad, okay. Macht der hier Werbung? Ich glaube, der macht Werbung. Eine Waschanlage. Uff, da ist ja nichts drin für 20 Euro. Oh, ihr seht sie nicht. Und ein Wintersportpark. Der sieht cool aus, aber es gibt halt nur ihn. Weiß ich nicht. Man klettert nebenbei im Eis? Keine Ahnung. Man fährt mit dem, was auch immer es ist, Ski, Snowboard und Motorrad gleichzeitig darunter. Okay. Ninjago, ich bin bei Ninjago gar nicht drin. Ne? Das ist neu, alles neu. Scheiße, okay. Ich finde ihn, er spricht mich an. Also von der Optik nur, mag ich diesen Drachen. Will ich mir holen? Nein. Aber der Drache ist cool, was kostet der? 53 Euro. Mit Angebot. Jo, die Destiny's Bounty sind irgendwie abgespaceter. Gefällt mir weniger der Drache, der Drache ist süß, der da fliegt. Der Drache ist auch cool, muss man schon sagen. Aber der Meckern leben, weiß ich nicht. Was haben wir hier noch? Es gibt irgendwie wieder neue Spinjitzus. Ja, gut, die sind immer bei 10 Euro, muss man dazu sagen. Fühle ich irgendwie nicht, dieses Design. Mag ich nicht. Das ist ein Roboter, oder? Ja, keine Ahnung. Hier ist nichts neu, aber der fetzt immer noch der Drache. Hier ist auch nichts neu. Und ja, spricht auch alles nicht an. Das mag ich optisch immer noch, aber preislich komplett bescheuert. Der Mac hat auch eine sehr clean Optik, finde ich, gefällt mir. Aber genauso wie er, der sieht auch cool aus, muss man schon lassen. Ich mag auch den Drachen. Und immer noch sehr schön optisch, weil ich bin immer noch Fan der ersten Ninjago-Welle. Ist das. Das ist richtig schön, so japanische alte Architektur. Gefällt mir. Erinnere mich an Super Mario. Es gibt jetzt neu Donkey Kong. Ja. Mit Donkey Kong-Figur. Und erscheint diesen Bowser hier neu. Und das da oben. Mehr sage ich euch nicht.
Es gibt auch Sonic neu. Ist das gleiche ähnlich wie Mario. Aber hier, weil es cool sein könnte, gibt es ein. Man will natürlich. Ja, hier die beiden will man haben. Dieses Set braucht man für 43 Euro. Dann hat man Sonic und Tails. Wenn man Amy noch haben will, ist man leider geliefert. Oder Dr. Eggman. Dann ist man geliefert. Dann muss man das hier shoppen. Ja. Ja, Minecraft. Das ist alles alt. Das Lama ist cool, aber auch sehr teuer. Es gibt jetzt im Vergleich ähnlich wie zum Lama auch einen Eisengolem. Boah. Also, sie bauen noch immer mehr einfach Häuser aus Tieren, oder? Die haben so einen Kürbis gebaut. Da ist noch der Azelot. Boah, okay. Das gefällt mir von der Optik mit dem Eisengolem. Preis natürlich habe ich. Was ist das? Crafting Box. Achso, Crafting Box. Ja, okay. Sagen wir erstmal nicht zu gekauft. Aber 75 Euro ist heftig. Aber Crafting Box sagen wir nichts zu. Ich finde das verlassene Dorf von der Optik aber auch gelungen. Mit den Spinnenweben überall. Gefällt mir. Hier das Schwein jetzt auch. Auch Biene gibt's. Die Biene ist hardcore süß. Genauso wie der Wolf, der Fuchs, der da schläft. Es gibt auch einen Hasen, es gibt einen Panda. Es gibt genug, ne? Ja. Dann haben wir hier, keine Ahnung, das 10-Euro-Set. Was ist das? Eine Bäckerei? Aber ist auch selber gebaut, ne? Nicht im Dorf. Ne? Ja. Okay. Hier haben wir dann wie Jurassic Park and Racing Sets. Ja, wenn man will, kann man sich die kaufen. Ich finde ja, das ist ein schönes Ding. Als Set. Aber es kostet 85 Euro. 85 Euro. Aber ich muss sagen, die Jeeps sind cool gelungen. Sind Fords oder Jeeps? Im Original. Ich weiß es nicht. Oder hier, es sind schöne Sachen, aber die Preise bei Jurassic Park wird halt komplett bescheuert. Aber ich mag die alle sehr. Auch den Brachiosaurus. Optik. Wenn man sich einfach einen Wagen kaufen will, kommt man mit 30 Euro durch. Hat man einen Dilophosaurus dabei. Ein kleines Schild. Eine Figur ist man durch. Das könnte auch, ja, 25 Euro Set sein. Aber da haben sie auch nicht übertrieben. Da gibt es die ganzen alten Wellen schon. Ja, mittlerweile nach den 20% Preiserhöhung, die mal drauf geflogen sind, wird Jurassic Park nicht mehr so komplett beteuert. World. Weil die waren vorher schon mindestens 20% drauf. Dann gibt's Avatar. Die ganzen Sets sind ja auch nicht neu, wenn ich gerade nicht falsch liege. Der Tulkan sieht schon sehr. Der Tulkun, Entschuldigung, sieht schon sehr cool aus. Oder auch der Baum der Seelen mit dem Fliegeding. Wie heißt das Fliegeding? Tokmakto. Sieht schon sehr cool aus. Das muss man lassen. Sie hat die Optik, finde ich, gut getroffen von Avatar. Also sie können sie nicht treffen, dafür ist Avatar zu lebendig, aber passt schon. Harry Potter Sets. Was gibt's denn hier neu? Die sind alle alt, ne? Das ist immer noch auf dem Markt. Die sind schon bei 3, die 7, 6, das ist 7, 5er Set. Kann man machen, ne? Das ist nicht. Die sind doch alle neu, oder? Bin ich jetzt blöd? Weil da neu steht. Dobby ist nicht nur neu. Aber ich finde Dobby. 50 Euro hätten ihm gut getan. Dobby ist ein geiler Charakter. Also. Egal. Aber, wait, was sind das für Teile? Sind die neu? Wie ist das gebaut? Genau. Er müsste Transclear sein, komplett, damit es ein wirkliches Expecto Patronum ist. Man kennt so Wolf am Baum, passt. Ist er ja dann von Lupin. Ja. Hier ist Endbattle. Da was da auch umsetzen, okay. Ja. Keine Ahnung, muss ein Harry Potter-Fan genau sagen, ob die gut umsetzen. Ich bin dafür. Ich mag die Filme, hab sie auch geguckt, aber. Es gibt jetzt noch ein Quidditch-Turnier, was man einpacken kann. Keine Ahnung. Die kennen wir ja schon. Achso, dann sind hier auch natürlich noch die beiden. Beiden? Gibt es nicht drei? Ach, schon die beiden und das Diorama, ne? An Indiana Jones Sets. Wirkt mir ein bisschen klein. Ja. Batman. Es gibt drei Batman Sets. Und eins ist ein 4 Plus Set. Eins ist ein Batmobil. Aber es kommen neue. Gibt es auch schon Bilder zu, komplett überteuert. Das Batmobil für 47 Euro, glaube ich. Aber sieht gut aus. Ich weiß nicht, was bei dem Batman-Design schiefgelaufen ist.
Also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was bei Wolverine, Captain America, Spider-Man, Miles Morales oder Venom im Design schiefgelaufen sind. Keine Ahnung. Es gibt neue Tor, neue Max. Keine Ahnung. Dann die neuen Jurassic, die neuen Jurassic, genau. Die neuen, Guardians of the Galaxy. Es gibt auch wieder bald neue. Warum sind die ja nicht in diesem Katalog? Gibt es neue? Ich überlege immer noch, ob ich hier bei den 10-Euro-Set zuschlagen soll. Baby Groot Schiff, komm weg damit. Baby Groot Rocket Ship. Das neue Guardians of the Galaxy Schiff passt. Aber hier ist Adam Warlock drin. Ganz gut, lustig. Also, die Sets sind nicht schlecht. Das Schiff ist natürlich ein bisschen unnötig, das umgesetzt wurde. Aber ja, hierbei überlege ich immer noch. Für die beiden Figuren. Coole Sticker kann man das vielleicht noch machen. Aber ja, ich komme kurz grundsätzlich zum Film. Der Film, finde ich, ist ein richtig, richtig guter Film. Ich will nicht spoilern. Es ist für mich, ja, in den ersten Guardians of the Galaxy Film reinkommen, ist schwer. Den zweiten haben sie mir klar getoppt. Ich mache das einfach nicht für zu abgehört. Insane Set. Leider hat es eine Preiserhöhung ja auch erlitten. Ich habe es noch für knapp 100 bekommen, dafür kriegt man es jetzt quasi nicht mehr. Es ist aber ein sehr, sehr geiles Set. Also, geilen Fan, nimmt es mit, ihr werdet nicht unglücklich damit sein. Wenn ihr vielleicht bis nur unter 160 bezahlt. Gut, wenn man Fan davon ist, nimmt die mit. Ich brauche mittlerweile, finde ich, Baby Groot oder Klein Groot anstrengend. Aber ja, dann nehme ich noch den neuen, den relativ neuen. Das hier ist neu, aber gut. Den Hulkbuster, ich finde, er ist immer noch cool. Ich mag ihn immer noch sehr. Und ich, die Bildfigur von Iron Man ist immer noch eindeutig die beste. Aber hier ist nichts neu, ne? Wakanda Forever, ich habe den Film immer noch nicht geguckt. Mighty Thor schon. Oh, es ist der neueste Thor. Thor Love and Thunder. Wo kommt so ein Fick das Ding vor? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe den Film gesehen, ich kann mich nur daran erinnern gerade. Keine Ahnung. Star Wars, wir gehen zu Star Wars rüber. Wir haben den Microfighter für 16 Euro. Ist der alte noch drin? Ai, da habt ihr schon das nächste Schlimme gesehen. Uff. Ja. 10 Euro ist die Slave One noch drin. Dieser Microfighter kostet 16 Euro bei Baby Groot. Also Grogu ist anscheinend 6 Euro wert als Figur. Kann man machen. Ja, die kennt ihr schon. Cooles Set. Das ist halt auch cool für 100 Euro. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding 100 Euro kostet bei Lego. Aber cool. Der ist natürlich nicht perfekt umgesetzt, ja. Aber der Interceptor sieht schon cool aus. Dann neu haben wir zum Beispiel den Yoda Starfighter für 35 Euro. Ist einfach zu teuer. Einfach zu teuer. 30 nach der Erhöhung Max. 25 wäre ein vernünftiger Preis. Aber er sieht gut aus. Er ist sehr ähnlich an dem alten, aber der ist gut. Nicht schocken, wir haben hier oben das neue Battle Pack für 27 Euro. Ich meine, es wurde jetzt runtergesetzt auf 21 Euro, weil es ist immer noch eine Preiserhöhung von dem vom Januar zu dem. 21 Euro für ein Battle Pack. Ist teuer. Aber so solides Ding, werden wir uns auf jeden Fall angucken, ob die Figuren gut sind. Aber ich glaube, ich werde es mir nicht mehr zum Release holen. Wir haben immer noch den Schrott hier auf dem Markt. Oh, und wir haben einen neuen Schrott dazu bekommen. Max für 17 Euro. Was kostet die Marvel Max? 15. Warum kosten die Star Wars Max 16? Ja, die sehen absolut beschissen aus. Machen absolut keinen Sinn für Star Wars. Figuren kaufen darin macht auch keinen Sinn. Ich hoffe, die verrotten in den, Regalen und werden einfach danach vom Markt genommen. Neues Set hier auch wieder. Das Ding. Für 43 Euro, selbst für 4 Plus-Verhältnisse ist toll. Das Ding hier, ich würde sagen, hat ähnlich viele Teile. 35 Euro zu 43 Euro. Warum? Gleich viele Figuren? Keine Ahnung. Aber das da oben ist Print, das ist schon sehr cool. Dann nehmen wir unten die Rebellenbasis für Jahren 4. Ich finde, die ist cool gelungen. Wenn ich sagen müsste, 100, sagen wir 120 Euro wäre okay, kostet 170 Euro. Aber sehr viele Figuren dabei. Damit ist die Figur leider nicht exklusiv und ich habe mir gerade den X-Wing deswegen gekauft. Naja. Hier ist neu das Piratenschiff da oben. 35 Euro, auch viel zu viel. 25 Euro können wir drüber reden. Aber ja, ich glaube, das ist okay umgesetzt. Ach, hier sind noch Beauty Bande, die ich immer noch finde. Das ist auch ein cooles Ding, wenn das. Ich hatte es noch Pre-Down-Con, Vorpreiserhöhung mit Nachlass.
Da war es ein guter Preis für 35 Euro. Uff, muss ja gucken, dass das für 25 Euro kriegt. Was soll ich sagen? Ne? Gibt es zu den Speech Channel gibt's überall Videos und von mir gibt es für alle grundsätzlich eine Kaufempfehlung. Aber nach der 25 Euro Preiserhöhung kann ich das eigentlich nicht mehr so direkt sagen. Er ist natürlich eine Empfehlung. Die beiden sind eine Empfehlung für den Preis auch noch. Empfehlung, 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 weil der Supra ist schon cool. Die sind alle cool. Ich mag ihn optisch nicht. Hier will den auch keiner haben. Er ist auch cool. Die sind auch gut umgesetzt. Also hier ist keiner schlecht umgesetzt. Wenn ihr die Autos mögt, seid ihr damit zufrieden. Aber einfach kaufen, das sind 25 Euro schon habe ich. Kommt zur Technik. Die kennen wir schon. Der ist neu. Kann ich jetzt keine große Beschreibung zu sagen. Er hat Pneumatik drin, was erstmal wieder cool ist, dass es zurück ist. Aber gab es, glaube ich, auf dem Markt, der hat auch Pneumatik, ne? Ja, die auch Pneumatik. Moment, der hat Pneumatik. Der hier. Ist es auf dem Markt, okay. 190 Euro könnte happig sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile er hat. Er sieht mehr aus 150 aus, aber okay. Der hier ist immer noch cool. Das ist auch ein solides Ding. Aber nicht für 90 Euro. Müsst ihr schon 40% nehmen. Dann ist das ein solides Technik-Set. Hat Spaß gemacht im Bau. Hat ein paar Funktionen. Passt. Die sind auch alle ja schon alt. Ich mag sie immer noch, die Pagani. Sie steht bei mir immer noch hier. Ich finde sie optisch immer noch gelungen. Die Pagani ist immer noch cool für 70 Euro. Sie habe ich. Sie kostet mal 60. Da kommen sie mit Rabatten dann für 40 gut mitnehmen. Und jetzt müssen wir gucken. Ihn hier fand ich ja bei Release cool. Also als er vorgestellt wurde und dann der Preis mit 95 Euro ist happig. Ich glaube, da bin ich raus mit dem Kauf. Aber ja, hier unten sind die ganzen Dinger da. Ich finde, das ist immer noch cool. Die Raupe ist süß. Der Flügel, den habe ich auch. Der ist cool. Dem ich immer noch einen Doppeldecker umbauen, weil ich ihn zweimal habe. Der ist auch cool. Ja, hier ist ja nichts Neues dabei. Die sind vielleicht immer noch lustig. Die sind immer bei 20 Euro. Ich habe gedacht, die müssten eigentlich immer auf 25 Euro gehen. Für 20 sind die preislich noch. Mit Rabatt dann 15 kann man die mitnehmen. Die kennen wir schon alle. Den gibt es jetzt in Blau. Fragt mich nicht warum. Ich finde, ein Azur mit Azur. Finde ihn so schön. Der McLaren ist okay. Das Ding nicht 50 Euro. Die kennen wir auch schon. Dann ist ja das auch schon was länger da. Für 200 Euro. Ist zu teuer. Ich finde, er ist optisch solide umgesetzt für das Original. Aber ich weiß nicht, warum man den Peugeot genommen hat und nicht den Ferrari oder Porsche. Okay, den Porsche gibt es als Speed Champion, aber warum man den genommen hat, weiß ich nicht. Die gibt es auch schon. Ja. Die gibt es ja auch schon alle länger. Dann hier, genau, ach ja, das Indiana Jones Diorama gibt es hier noch. Kam was nicht vorne ist bei Indiana Jones, weiß ich nicht. Das Ding gibt es für 210 Euro. Es wird groß werden, viele Teile haben, aber pff, ich glaube, langsam ist die Blase geplatzt für Lego mit den ganzen Preisen. Es gibt auch die beiden Star Wars Helme, Rex und Cody, die werde ich mir noch zulegen. Ich muss noch auf Rabatte warten. Die sind gut gelungen, werde ich mir zulegen. Ich mag sie. Also, die sind gut umgesetzt. Klar haben sie ein paar Macken, aber die sind gut gelungen. Ja, kennen wir auch schon alles. Hier ist noch die BMW, die sehr teuer ist. Und ja, da sind wir, glaube ich, durch. Ne? Ja, sind wir durch. Wir können mal kurz durchgucken, was ich mir in diesem Katalog zulegen wollen würde. Ich glaube, es ist nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Da müssen wir uns bei den Teilen, ach, muss ich teilweise noch auf Angebote warten. Hiervon ist alles nein. Die Tiere sind süß, aber es ist ein Nein. Bodenplatten kaufe ich auch woanders. Beim Abhaus überlege ich noch, aber für manchen Film auch nicht so wenig. Hier, maybe. Friends ist, meine ich, nichts dabei gewesen, was mich jetzt irgendwie besonders angesprochen hätte. Was ich da zuschlagen würde. Und Dots ist raus. Köder 3 in 1. Nö, ist auch nichts dabei. Ja, hier überlege ich noch, ob ich den hole für den Spaß, aber warum? Ist jetzt hier rausgeworben. Ist ein Video, was ich da mache, was lustig ist. Hier ist auch nichts dabei. Aber das sind coole Sets, auch hier diesen. Das sind gute Sets, kann man, wenn man ein gutes Angebot ist, kann man dazu schneiden. Hier überlege ich für den Robben, weil die echt süß sind. Hier überlege ich auch ab und zu noch, aber ich habe das Polizei oder davor, das würde nicht passen. Beim Slush-Eiswagen überlege ich auch noch, weil ich alle anderen jetzt in letzter Zeit hatte und der ist auch gut gelungen. Ja, genau, bei dem Haus überlege ich ja noch.
Weil das finde ich sehr schön. Können wir umbauen zu so einem kleinen Haus wo, am Rand der Stadt. Könnte man machen. Überlege ich wirklich, was im Angebot ist. Und ja, das ist nicht so viel, ne? Ist ja nicht schlimm. Muss man weniger Geld ausgeben. Es hilft. Ja. Und das sind jetzt halt einfach die falschen Sachen. Bei dem neuen Bettmobil hätte ich Box zu holen, aber das ist mir zu teuer. Ja gut, hierbei überlege ich immer noch, aber ich versuche mich davon fernzuhalten, es zu kaufen. Ja. Ich mag den Fighter nicht, den Interceptor vielleicht. Eben das Battlepack werde ich mir zulegen im Angebot. Bei dem überlege ich noch. Und ja, ansonsten, es gibt was da was noch Neues. Ja, BD1 überlege ich immer noch. Muss ich noch auf ein Angebot warten. Ansonsten, es wird durch, oder? Kommen noch Speed Champions dieses Jahr? Keine Ahnung. Technik? Keine Ahnung. Auch eigentlich nichts, weil die Preise einfach alle off sind. Die beiden Helme noch natürlich, ja. Das ist nicht viel. Also die Helme, Battle Pack, das sind die safen Sachen. City House vielleicht. Ja, ansonsten ist nicht viel dabei. Aber mehr für die Alternativen, ne? Und ja, sind wir durch. Können wir eure Highlights mit in den Kommentar schreiben aus dem Katalog oder sagen. Ja. Ich versuche nicht zu viel zu haten bei Lego. Aber die Preise sind halt wirklich teilweise zu hoch. Also so langsam ist es einfach nicht mehr gerechtfertigt. Diese Preise. Aber ja, schreibt mal eure Meinung in den Kommentar, das Like, wenn es euch gefallen hat, ein Abo, wenn ihr das nächste verpassen wollt. Und bis dahin, baba schön, bleibt gesund.